Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Holt eure Tröten raus, wir können endlich die Hauptstory weitermachen. Mein Gott, ich freue mich. Ich freue mir ein. Und neue Markierung entdeckt, sehr gut, aber so weit weg ist es gar nicht. Da brauche ich wahrscheinlich nicht mal schnell hinreisen. Schneller. Da reite ich einfach gerade schnell hin. So einfach sieht das aus. Was sind natürlich Plätze, kommt hier nicht runter. Doch, tut er. Sehr gut. So. Es ist ziemlich dunkel. Ich meine, wir haben auch 1 Uhr nachts. Jo, geil. Komm schon. Oh mein Gott. Welches Level war das? 31? Hilfe. Ah, hier ist das Druidenlager. Langsam. Okay, ich bin da. Yennefer, I'm ready. Aber ich habe einen kräftigen Grund. Hallo? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Wovon redest du? Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Wie bist du an die Maske gekommen, frage ich mich. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Njordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Wir haben Krachs Erlaubnis. Diebstahl oder nicht, Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens, was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ein Sturm. Verdammt. Natürlich hat sie die Maske benutzt. Ihre Macht zum Schweigen bringen. Natürlich hat sie die Maske benutzt. Gott, lauf, Geralt! Oh Gott, sie wird angegriffen. Was sind das denn? Ah, toll. Nebellinge? Oh Gott, die verwandeln sich. Ah, doch, gegen die haben wir schon mal gekämpft. Damals hatten wir diesen riesig geilen Monster-Dings-Fight. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac ist wütend auf dich. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Was machen wir jetzt? Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten.
Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst meine Gedanken lesen? Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Nee. Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Heilige Mutter. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an die richtige Stelle platzierst und dann im Schnellzug befehlst. Drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Okay, muss ich den jetzt erst ausrüsten? Wo ist denn? Ach, da ist die Maske. Ja, das ist das Gage, die ist drin. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Achso, ich dachte, das reicht. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Alles klar. Und wir können in die fucking Vergangenheit gucken. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Och nein. Hauptsache, Jennifer macht übelsten Damage. Und? Bereit? Geil. Benutze die Maske. Pass auf! Sie wurden angegriffen. Warum kann ich das nicht? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Oh, Nebelinge. Aber keine Sorge. Ciri kann auf dich aufpassen. Gott. Leg die Maske an. Die Maske benutzen. Jemand jagt Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche, es herauszufinden. Komm! Velen? Hör mir doch erst. Okay. Sollte ich vielleicht mal was essen, um mich gegenzuheilen. Ein bisschen rohes Fleisch. Läuft. Und? Bereit? Benutze die... Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Uff. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier wohl geflohen? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Schauen wir mal, wo der Angreifer gelandet ist. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur!
was ihr angerichtet habt. Was Krach wohl dazu sagen wird. Er wollte uns helfen. Er wird ganz sicher nicht wütend sein. Er wollte uns helfen. Wenn er herausfindet, was hier passiert ist. Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Hat er gerade gesagt, sie ist als nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen? Also ich habe noch nie in The Witcher einen rauchen sehen. Okay. Ist da gerade ein Fehler der Entwickler unterlaufen, dass sie irgendwie falsch gedacht haben? Na, egal. Wir haben etwas über Ciri herausgefunden. Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir müssen noch eine weitere Spur nachgehen. Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Warum soll der eigentlich davon wissen, der dreckige Mäussack? Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Unter dem Baum? Geralt, bitte geht. Wow! Alles klar, Jen. Ich lasse das Ding so. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hab ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Die wilde Jagd will Ciri wegen des älteren Blutes in ihren Adern. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Du sagtest, die wilde Jagd sei auf Hindars... Jall gewesen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Ach, jetzt auf einmal ist er kooperativ, oder was? Naja. Alles klar, Jennifer. Okay. Läuft bei ihr? Nur 25 Erfahrungspunkte dafür. So traurig. Neue Quest vermisst. Okay, wir gucken mal. Was haben wir denn jetzt für Quests? Vermisste. 15, das geht klar. Ach so, ja, aber ich hatte doch noch was in Ciris Fußstapfen oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie auch nicht. Naja, gut. Naja, gut. Dann
Möchte ich kurz bei der Arena vorbeischauen. Und wenn die immer noch nichts haben, dann kümmern wir uns wieder um die Hauptstory weiter kümmern. Was bist du? Was ist das denn? Hat mir die Ringe gespawnt? Was ist das? Alter, was geht bei dem? Was ist das? Ist auf jeden Fall jetzt tot. Gott sei Dank. So, ich hätte ja ganz gerne einen Schnellreisepunkt. Wenn ich das mal so sagen darf. Apropos. Oh, falsche Taste. Ich wollte ja immer noch das Schwert mal nachgucken, ne? Das habe ich immer noch nicht gemacht. Es ist besser. Es ist besser. Als das Blutschwert. Das ist gut, das Blutschwert muss nämlich auch repariert werden, dann kann ich das direkt vertickern. Habe ich jetzt Yalmaz Schwert und Destiny? Yo. Easy. Ach ja, und die Armbrust. Plus 1. Krass. Egal, besser als nichts. So, die Maske als neuen Questgegenstand. Alles klar. Oh, weißer Wölfe. Aber ich bin doch auch ein Wolf. Ich werde doch auch weißer Wolf genannt. Hilfe. Ich will nicht. Warum greifen wir an? Ach man. Ich will nicht gegen Wolf kämpfen. Okay, der eine flüchtet. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, es ist besser mit Plötze zu reiten. Das geht nämlich schneller. Schneller. So, sollten wir an einem Schnellreisepunkt vorbeikommen, werde ich diesen natürlich nutzen. Ich hoffe mal. Was ist das denn hier? Los, los! Okay, hier ist doch ein Dorf. Rumtreiber. In dem Dorf waren wir anscheinend. Pass auf, wo du hintrittst. Was haben wir denn hier? Haben wir hier eine neue Mission? Ist es ein Omen? Ich habe gestern einen zweiköpfigen Kabeljau gefangen, ein Zeichen der Götter. Ich weiß nicht, ob ich ihn räuchern oder zu den Druiden bringen soll, damit sie ihn sich ansehen. Alter Krieger schließt sich Beutezug an. Alles klar, das interessiert uns alles nicht. Das hier ist halt die Mission. Auftrag, vermisste Bergleute. Dies wird den meisten nichts Neues sein, aber ich wiederhole es für die Unwissenden. Ein paar unserer Männer sind auf der Suche nach Erz in den Bergen gezogen und nicht zurückgekehrt. Sie müssen in Schwierigkeiten geraten sein, und zwar in ernste, die sie als tapfere Krieger nicht lösen konnten. Daher suche ich einen Mutigen, der herausfindet, was ihnen zugestoßen ist. Wem dies gelingt, der soll so viel Gold erhalten, wie es seinen Ruhm verdient. Alles klar. Huch. Alles klar, Geralt. Mal so, so, es gibt hier wahrscheinlich einen neuen Auftrag, genau. Und hier ist auch direkt der Schnellreisepunkt. Was ist das denn für eine Mission? Darf ich das wissen? Vermisste 27! Okay, wie wär's mit nein? Was geht bei dir? Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. Wozu brauchst du mich denn? So, so. Und wozu braucht der berühmte Jenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig.
Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Okay, und eine neue Mission. Das ist die traurige Geschichte der Großbartbrüder. Okay, und traurige Geschichte. Was ist das jetzt? Ach da, 26. Oh Gott, Alter. Ihr könnt mir doch jetzt nicht mit solchen Missionen kommen, ey. Schaffe ich doch noch gar nicht. Okay, ich gucke jetzt noch schnell hier nach, ob sie mich endlich mal anständig bezahlen können. Und danach beenden wir den Part und machen im nächsten Part wieder mit Hauptstory weiter. Jo, easy. Noch mehr Hauptstory ist doch immer was Schönes. Lars, gestern auch gesoffen? So. Hat denn die Arena, ist die Arena denn endlich wieder fit? Kann ich denn mein Geld holen? Das sieht tatsächlich so aus. Ich brenne. Oh Gott. Gunnar. Sei gegrüßt. Was machen denn die Einnahmen? Das Geschäft läuft wunderbar, soweit ich sehe. Und ob? Alles, was Beine hat, will in der Spukarena kämpfen. Dann muss mein Teil der Einnahmen ja recht ansehnlich sein. Oh ja, hier. Geschäfte in Skellige sind doch stets ein Vergnügen. Komm noch mal bei uns vorbei. Hier wird Wichtiges passieren. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Ich hoffe, dass es auch stimmt. Lebt wohl. Ein Erfahrungspunkt. Danke für alles. 20 nur? Ach komm. Ach, natürlich nur 20. Natürlich. Meister der Arena abgeschlossen. Ja gut. Und damit vermisste Drifjennifer in Hindarsfjall. Das machen wir dann im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.